Lucas Major. Das ist der Franks. Der muss es probieren. Und was für ein Tor. 2:0. Was für ein Tor, Alter. Der ist gut drauf, der Junge. Was für ein Traumtor. Gundaschi, dem kann man keinen Vorwurf machen. Franks mit einem absoluten Traumtor mal wieder. Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute in der UEFA Europa League gegen Fenerbahce Istanbul. Wir spielen als erstes auswärts und in der letzten Folge konnten wir unseren Auswärtsfluch mit 5:1 gegen Bochum eindrucksvoll besiegen. Das wird die Startformation für dieses Spiel sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und wir gehen jetzt direkt rein in das Hinspiel des Achtelfinals in der Europa League. Let's go. So. Warum sind das denn ukrainische Farben? Es war gerade wobei das Wappen von Fenerbahce könnte aber auch blau-gelb sein, ne? Verliert er auch das Duell. Gut rausgekommen von Dacroix. Pardon. Wie spielen wir das? Also, wie verteidigen wir das mal nicht? Was macht Van de Ven da? Also, a few moments later. Was sind das jetzt? Was ist das jetzt für ein Bug? Ja, glaubt doch jetzt. Was ist das? Ja, jetzt kann ich anstoßen. Also, was für ein Laufweg dafür, Van de Ven, komplett irreführend, komplett nutzlos. Und Brekalo machte das 1-1. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. 1-1. Wichtig. Das ist wirklich heute nicht sein Spiel. Jetzt fehlt er denn da? Was macht er da? Ey. Oh, schön rausgespielt. Jel Hart. Und Jel Hart, er kann das aber nicht wie Brekalo. Schade. Ist eigentlich so der schnellste Spieler an 21, Mamouche, den muss er machen. Gut rausgespielt, 2-1, Spiel gedreht. Wunderbar. Wunderbar gespielt. Spiel gedreht, mal wieder. Also der neueste Trend ist, wir geraten in Rückstand und drehen dann das Spiel. Also wenn es denn immer so läuft, ist es natürlich gut. Aber dieses in Rückstand zu geraten, das müssen wir mal definitiv abstellen. Stark von Cherki, Frimpong. Zusammenspiel mit Mamouche, wunderbar. Frimpong. Oh, überragend, 3-1. 3-1. Wunderbar. Brekalo auf Mamouche. Der mit dem Schlenker, mit dem Abschluss 4-1. Ding ist gelaufen, würde ich sagen. Ding ist gelaufen. Also in der UEFA Europa League läuft es einfach. Ich kann euch nicht sagen, wieso. Ja, da greift halt keiner an. Und Mamouche ist so schnell. Ah. Stark von Mamouche. Oh, stark von Mamouche. Wen nimmt er da jetzt, Brekalo? Oh Mann, das ist schlecht rausgespielt. Das hätte das 5:1 werden können. War es aber nicht.
Gib mit deinen 4-2 in die Halbzeit. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Oh, das war ein guter Ball. Udochi, er macht ihn nicht. Schade. Er ist, ich glaube, er ist auch Rechtsfuß, ne? Ja, es ist nicht gut verteidigt. Stark mal wieder von Scalvini. Abseits, oder? Und Lukas Emecha macht da komplett alles zu. 5-1. Gibt's hier jetzt für einen Jubel? Den kannte ich auch noch nicht. Nicht 5-1, das ist ein sauberes Ding. Sind natürlich hinten jetzt auch offen und es gibt jetzt wieder diese Kontersituation. Beispiel hier gefällig. Cherky, Udochi ist da hinten komplett frei, wenn er den sieht. Ah, wie hat er den gehalten? Was da Franks. Cherky, Flanke, da ist wieder Lukas Emecha. Oh, heftig. So, Cherky macht jetzt ein gutes Spiel. Oh Mann, also. Frimpong. Oh, gutes Zuspiel und jetzt Lukas Emecha mal Doppelpack and Emecha. Sorry. Sorry. 6-1. Das geht dann jetzt aber wirklich zu einfach. Also wie gesagt, in der Europa League läuft es wirklich sensationell. Liga kräuchen wir so ein bisschen rum, aber durch diesen Sieg gegen Bochum schauen wir auch gleich einmal auf die Tabelle. Jetzt nochmal Van de Ven, gibt es jetzt hier nochmal ein Tor. Ja, das war es komplett. Wie Fenerbahce das verteidigt, 7-1 im Achtelfinale, ist absolut unrealistisch. Und ja, ich frage mich auch, wo diese krassen Unterschiede sind in der UEFA Europa League und in der Bundesliga. Ich verstehe es nicht. Ja, wie gesagt, wir spielen immer noch auf nicht ultimativ, sondern Legende. Und es geht nicht in meinen Kopf rein, wieso das so ist. 7-1, absolut unrealistisch das Ergebnis. Natürlich freue ich mich, aber ja. So, denn einmal der kurze Blick, bevor wir jetzt gegen Leipzig unser Heimspiel bestreiten. Kurzer Blick auf die Tabelle. Wir spielen jetzt gegen Leipzig, es ist also 5. gegen 6. beide mit 48 Punkten. Ist also ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. Ja, wir könnten theoretisch auf Platz 3 rücken, sollten Gladbach und Bayern verlieren und wir gewinnen. Das gehen wir jetzt mit dieser Startformation an. Genau, ich musste ein bisschen rotieren, weil einige Spieler ausdauertechnisch angeschlagen waren nach diesem 7-1. Und dann geht es jetzt in die Partie. Ja, Mitchell im Moment richtig gut drauf. Wenn da wirklich ein gutes Angebot reinkommt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich es annehmen soll oder nicht. Ja. Weil er ist jetzt auch schon 26 Jahre alt, wird dieses Jahr noch 27. Und wir haben 3 Stürmer im Nachwuchs, also in der Hinterhand. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da mach doch. Erste Riesenchance für. Ein Kuku, aber oh, stark. Lukas Emecha, der Ball geht aber rüber. Oh, wunderbarer Pass. Und Lukas Emecha, der haut den rein. Der ist in überragender Form. Das ist unglaublich. Zu 0 durch einen wunderbaren Pass von Wimmer. Ja, Leipzig wird stärker.
Ah, es ist nicht gut verteidigt. So, Udochi. Udochi auf Marmoush. Diego, Mensch. Ah, es ist nicht gut verteidigt, aber Leipzig macht nichts draus. Der Franks. Der muss es probieren und was für ein Tor! 2 zu 0. Was für ein Tor, Alter. Der ist gut drauf, der Junge. Was für ein Traumtor. Kudashi, dem kann man keinen Vorwurf machen. Franks mit einem absoluten Traumtor mal wieder. Wieder Asta Franks, wieder mit links. Schade. Timo Werner. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt. War richtig gut. Weiter so. Ja, wir verteidigen das gerade wirklich nicht gut, aber wird auch nicht weiter gefährlich. Was macht Guardiol? So kann man auch ein ganzes Spiel wieder hergeben. Gut, geil. Nein. Wieder ein Gegentor und Leipzig ist dran. Toll, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, Iyasaku, gut gemacht. Iyasaku, Iyasaku, er macht es 3-1. Und das müsste die Entscheidung sein. Das ist die Entscheidung, definitiv. Nach diesem Treffer steht es nun. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor, genauere Infos bekommen wir aus dem Spiel. Guardiol, es kann nicht sein, abgefälschter Ball. Torwart hat ihn stark von Baku. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Moukoko, Ballverarbeitung ist wunderbar. Ah, schade. Aber wir gewinnen dieses Spiel gegen Leipzig mit 3 zu 1 oder 3 zu 2. Das ist jetzt immer die Frage. Leipzig kommt nochmal. Barco müsste den eigentlich haben. Hat er auch. Haut den weg. Und das sollte es gewesen sein. Wir gewinnen mit. Noch nicht. Ich dachte, das wäre der Schlusspfiff. Aber dass wir dieses Spiel gewinnen, ist Fakt. Ah, ich hätte nicht gerne 2 Tore. Ja, gut geklärt. Und das war's. Wir gewinnen mit 3 zu 1. Haben damit jetzt endlich unsere Form hoffentlich gefunden. Bleiben oben dran. Sehr gut. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Ich glaube, Sieg am Ende. So, das war's wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danach geht's im Achtelfinal-Rückspiel. Wir haben da ein Heimspiel gegen Fenerbahce Istanbul. Die müssen ein 7 zu 1, war es ein 7 oder 6 zu 1? Ich glaube, es war ein 7 zu 1 aufholen. Also, dementsprechend werde ich auch mit einer B11 rangehen. Wir sehen uns dann morgen, schaltet dann wieder ein und ich wünsche euch noch einen schönen Restnachmittag. Ciao.